443 Euro. Dieses iPhone kostet 1300 Euro, Bro. Soll ich dir das jetzt wirklich kaufen? Klasse, das hast du gemacht mit mir. Das ist mein kleiner Cousin. Das letzte Mal habe ich ihn zum Rapper gemacht und mit ihm ein Banger-Musikvideo gedreht. Aber heute darf er 24 Stunden mein Leben bestimmen und darf einfach mit mir alles machen, was er will. Ich habe wirklich schon komplett Angst vor diesem Tag. Ich habe ihm auf jeden Fall über WhatsApp schon geschrieben, dass er sich schon ein bisschen Gedanken machen soll. Und das Erste, was er geschrieben hat, war, hol mich von der Schule ab. Ich bin jetzt auch schon im Auto und auf dem Weg, meinen kleinen Cousin von der Schule abzuholen. Ey, ich kann es nicht glauben. Jetzt spiele ich einfach Taxi für meinen kleinen Cousin. Er ruft auch schon an, weil ich 2 Minuten zu spät bin. Kollegin, wo bist du, mein Butler? Hör dich mal. Ich bin auf dem Weg, ich bin gleich da. Da vorne steht er, schaut ihn euch an. Digga, Junge, Stinker, du bist 10 Minuten zu spät. Jo, Digga. Okay, Lasse, du weißt ja, was wir heute machen. Du darfst heute mein Leben bestimmen. Was ist die erste Sache, die wir machen? Ich hab voll Hunger, lass mal zum McDonald's gehen, auf deinen Nacken. Okay, mega, dann lass uns zum McDonald's gehen, let's go. Okay, Lasse, wir sind angekommen. Sollen wir reingehen oder McDrive? McDrive. Was willst du denn überhaupt essen? Ein Royal Burger. Darf ich auch was essen? Nö. Dankeschön. Okay, Lasse, du hast dein Maggis Essen bekommen, bist du jetzt zufrieden? Reicht das dir? Nee, mir fehlen noch 3 Cheeseburger. 3 Cheeseburger willst du noch? Aber jeden Cheeseburger extra, nicht hier. Einmal hinfahren, 3 bestellen, wieder zurück. Ich soll jeden Cheeseburger einzeln bestellen? Wir hätten gern einen Cheeseburger. Alles? Ja, alles. Mit Karte bitte nochmal. Dankeschön. Es ist keiner hinter uns. Und jetzt fahre ich einfach nochmal rein. Hi, wir hätten gern einen Cheeseburger bitte. Nein, das wäre alles. Sogar der Mitarbeiter hat jetzt einfach gewechselt, weil der sich auch denkt, was sind wir für Trottel. Dankeschön. Ciao, ciao. Ich glaube, die sind schon komplett abgefuckt wegen uns, Alter. Ja, jetzt bestellen wir mal erstmal ein Getränk. Große Cola? Ja. Ja, eine große Cola. Das wäre alles. Wir sind jetzt zum 4. Mal hier. Danke. Ciao, ciao. Wir brauchen noch einen Strohhalm für uns. Wir bräuchten bitte einen Strohhalm. Strohhalme leider gibt es keine. Okay. Sonst noch irgendwas, Lasse? Ja, okay, dann ein McFlurry. Ein McFlurry, bitte. Mit? Ein Strohhalm. Mit einem Strohhalm, geht das? So, wenn Sie haben von Spaß gekommen, bitte fahren Sie ganz runter. Danke. Ich glaube, der hat jetzt gemeint, dass er keinen Spaß mehr versteht und dass wir fahren sollen. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Hi. Könnten wir einen Strohhalm haben? Ist das Spaß oder was? Wieso? Was, wieso? Lass weggehen, Digga. Ach du Scheiße, das ist gerade so unangenehm. Ciao, ciao. Oh mein was Gott! Oh mein Gott! Das essen wir nicht. Oh, wir mussten nicht mal bezahlen, ist mir gerade aufgefallen. Lasse! Bro, was haben sie uns gegeben? Auf jeden Fall an der Stelle nochmal dicke Sorry an die Mitarbeiter. Wir wollten ja irgendwie nicht frech sein oder so. Wir haben ja nur einen Burger jeweils einzeln bestellt. Bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Lasse! Was sagst du? Ja, jetzt hast du ein bisschen viel gegessen. Ja, mega viel gegessen. Ich habe einen Biss vom Cheeseburger gehabt. Du kennst auch bestimmt so die TikTok-Challenge da mit Eisbaden. Und das will ich, dass du mal machst. Wir haben 6 Grad und du willst, dass ich jetzt Eisbaden gehe und in einen See reinspringe? Ja, warum nicht? Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum See, Freunde. Ja, was? Mach mal ein bisschen Musik an. Abo von Chilasse. Ha, macht er hier auch noch Eigenwerbung hier? Das ist endlich mal gute Musik. Yeah! Hallo! Bruder, frag mich nach einer Ziese, hab nur Kaugummi. Ich hab halt nicht mal eine Badehose, irgendwas dabei, fällt mir gerade auf. Unterhose. Oh nein! Oh, das klingt halt echt, Digga. Komplett! Lasst auf jeden Fall jetzt mal ein Like da, wenn wir dieses Video genau andersrum machen sollen, dass ich einen Tag Lasse sein Leben steuern. Dann wird die Rache kommen. Ich würde sagen, bei wie viel Likes, Lasse? Okay, bei so 20.000. Drehen wir es um. Okay, bei 20.000 Likes. Freunde, ihr habt es gehört, jetzt alle liken. Wenn ihr übrigens noch mehr Content von mir sehen wollt, könnt ihr jetzt meinen Zweitkanal Lewinsky abchecken. Dort werden Best-ofs, irgendwelche random Videos und Stream-Highlights hochgeladen. Also checkt den auf jeden Fall ab. Stell dich jetzt nicht an, ich spring rein. Wie lange muss ich überhaupt drin bleiben lassen? Schon eine knappe Minute. Los. Es ist so kalt. Los, ist der Mann, weiter. Halbe Minute haben wir schon geschafft. Such mal kein Mitleid, Levin. Es ist so kalt, Junge. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Oh mein Gott. Mein ganzer Körper brennt. Wie lange noch? Ich bin zu einem Opfer, es ist schon 1 Minute 20. Eisbaden, yeah! Ach du Scheiße, ich muss zum Auto. Das ist so kalt. Okay, Freunde, wir sind wieder im Auto. Ich bin hier gerade dabei, mich aufzuwärmen. Zieh mich jetzt auf jeden Fall kurz an, Freunde, und dann gehen wir weiter. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Ja, wir gehen jetzt zum so einem T-Shirt-Laden. Aber wir drucken mir so ein T-Shirt. I love Chilasse. Wer soll das tragen? Du. Ich? Ja. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Ich habe übrigens auch parallel gerade schon von meinem Designer was machen lassen. Und da werden wir jetzt das hier auf mein T-Shirt machen. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Weil Lasse es wollte, musste ich dann einfach das G-Lasse-Shirt über meine Jacke anziehen. Schaut mich mal bitte an, ich sah aus wie ein Clown und bin dann damit durch die Stadt gelaufen. Sieht gut aus? Ja.
Ja? Den Leuten gefällt das Outfit. Ich glaube, sowas sieht man nicht alle Tage. Wie findest du das T-Shirt? Gut? Ja. Freunde, wir sind beim Skatepark angekommen. Lasse, was soll ich denn jetzt hier überhaupt machen? Ja, du würdest so mit dem Skateboard in so eine Quarter reinfahren oder wie es auch heißt. Ich soll mit dem Skateboard die Rampe runterfahren? Ja, warum nicht? Ich bin noch nie Skateboard gefahren. Egal. Sassi-san. Sieht ein bisschen, also es sieht eigentlich gar nicht hoch aus, aber wenn man hier steht, sieht es schon hoch aus. Und Freunde, in diesem Video werden natürlich auch wieder drei Leute von euch gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Max, Mert und Bella. Vielen Dank für eure Kommentare und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt doch jetzt einen Kommentar. Fühlst du es einmal, dass du dich gescheit fühlst und dann einfach vorne so stark wie möglich nach unten. Ja, mega. Ey, aber der war gar nicht so schlecht, ne? Meine Hände, ja. Danke dir, es reicht mir. Ah, ich hab's durchgezogen und ich hab die Angst überwindet. Kann ich dieses Shirt jetzt ausziehen, bitte, Digga? Ja, okay. Das war wirklich schmerzhaft, aber das ist jetzt die nächste Aufgabe. Ich hab doch vorher gesagt, du sollst dein Kostüm mitnehmen. Ja, mein Muttermantel. Und damit holst du mir gleich einen Bubble Tea. Bro, in der Einkaufsmall. Ich hab ja hier den Muttermantel dabei, weil mir Lasse geschrieben hat. Damit jetzt durch die Stadt laufen wird auf jeden Fall hardcore. Aber bevor ich das mache, Freunde, möchte ich euch den neuen Leben Ray X Walker Rucksack vorstellen, der genau jetzt rausgekommen ist. Checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Er hat ein komplett neues Design. Hier vorne gibt es zum Beispiel eine Schlaufe, wo ihr eine Jacke oder ein Hoodie reinhängen könnt. Hier hinten gibt es ein geheimes Fach, wo ihr auch einen AirTag reintun könnt. Hier gibt es noch eine Warnpfeife, falls ihr mal in Gefahr seid. Habt ihr das gehört, Jungs? Ja. Mega. Wir haben an der Seite wieder einen Schlüsselanhänger und den legendären Mutterschlappen. Und wir haben natürlich innen drin auch noch verschiedene Taschen. Aber dieses Mal gibt es nicht nur einen Rucksack, sondern es gibt auch noch ein Federmäppchen in dem Style von dem Muttermantel. Das Federmäppchen ist ganz simpel aufgebaut. Hier könnt ihr Stifte reintun, hier oder hier. Dann könnt ihr das aber hier noch öffnen. Hier oben gibt es noch ein Geheimfach für Spickzettel. Wir haben auch noch einen Stift dieses Jahr, wo ihr einfach hier aufziehen könnt. Dann habt ihr hier einmal das komplette große und kleine 1x1. Ihr könnt euch jetzt die Sachen bestellen auf levenray-walker.com. Let's go, rein da! Okay, dann ich würde sagen, Freunde, sichere ich mal ganz kurz um. 3, 2, 1. So, Freunde, wir sind im legendären Muttermantel. Was möchten Sie denn, Meister? Ich würde gerne ein Bubble Tea. Mega, alle lachen mich auch. Nee, ich schäme mich auch nicht. Mir egal. Die lachen dich da oben ausgedrückt. Wie finden Sie mein Outfit? Mega. Mega? Okay. Darf ich aber auch einen haben lassen? Ich habe sehr Durst. Ausnahmsweise. Okay. Dankeschön. Okay. Lasse, was ist der Plan? Zum Mediamarkt gehen. Was willst du beim Mediamarkt? Ja, wir gucken mal. Irgendwas finden wir schon. Oh mein Gott. Lasse, hast du schon irgendwas im Visier, was du haben willst? Oder? Ich würde auf jeden Fall so eine Powerbank mir. Nein, ich finde Switch auch nicht schlecht. Eine Nintendo Switch? Wie kostet die? 350 Euro. Stopp, das sag ich mal. Ja, die will ich. Die nimm willst mit. Du? Nimm mal mit. Wirklich, du wirst alles zurückbekommen. Freunde, like dieses Video. Das wird alles zurückkommen. Boah, ein iPhone. Dieses iPhone kostet 1300 Euro, Bro. Und? Soll ich dir das jetzt wirklich kaufen? Nee, Spaß. Okay, Digga. Jetzt eine Powerbank, bräuchte ich noch. Eine Powerbank? Okay, Lasse, was lässt du dir jetzt noch raus? Ich hol mir eine Xbox-Karte. Eine Xbox-Karte? Bro! Ah, ich meine, ein Stapel, ich bin gnädig diesmal. Ich nehme 25 Euro nur. 443 Euro. Freunde, wir sind draußen aus dem Mediamarkt. Hier, Lasse, deine Switch, deine Dankeschön. Powerbank. Und hier ist irgendwie neuerdings der Code drauf. Wenn Lasse den noch nicht eingelöst hat, Freunde, könnt ihr es jetzt tun. Lasse, was ist jetzt als nächstes geplant? Ich habe noch was Kleines vorbereitet. Wir gehen erst zum Auto und dann ziehst du es noch. Wir gehen jetzt erst zum Auto. Du hast was vorbereitet. Weißt du noch, mit meinen Haaren? Meine blaue? Ja. Oh nee, du willst jetzt nicht meine Haare auch färben. Haare, zu harmlos. Zu harmlos? Was willst du machen? Augenbrauen? Wie wär's mit Blau? Augenbrauen willst du blau färben? Ja, warum nicht? Aber ich muss sagen, du hast das damals auch durchgezogen mit den Haaren. Deshalb. Ach du Scheiße. Hat hier schon mal jemand seine Augenbrauen blau gefärbt? Nein. Let's go. Jetzt genau. Wo ist die? Freunde, ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was Lasse zurückbekommen wird. So, jetzt haben wir die blaue Farbe. Ach du Scheiße. Ja, Mann, mega. Ist das komplett blau jetzt schon? Ja, schon. Wie sieht's aus, Lasse? Kann richtig scheiße. Danke dir. Oh mein Gott, Scheiße. Wie sieht das denn bitte aus? Lasse, was hast du gemacht mit mir? Wie so geklaut. Freunde, ich hab's wirklich durchgezogen. Schaut euch das mal an. Was hab ich getan? Einfach blaue Augenbrauen. Ey, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei Lasse zu Hause angekommen. Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem wilden Video von heute. Es sprengt auf jeden Fall den Like-Button. Bei 20.000 Likes mache ich das Ganze mit Lasse. Und ich sag dir, Lasse, du kannst dich jetzt schon mal warm anziehen. Du wirst das Doppelte zurückbekommen. In dem Sinne, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und Lasse hat das letzte Wort. Für Fortnite.